Gut. Herzlich willkommen bei der iMed-Akademie. Mein Name ist Peter Randelshofer. Ich arbeite in München im Zentrum für Implantologie und Parodontologie. Die junge Dame hatte extrem hohe Ansprüche an ihre Ästhetik vorher. Wir sehen schon hier einen Risikofall, hohe Lachlinie. Hier sehen wir das. Wir haben überhaupt keine Schnittführung gemacht im Crestheim-Bereich, haben Lappen komplett auf dem Knochen belassen, für uns die idealste Form. Geht natürlich nur, wenn wir den Zahn so vorsichtig entfernen, dass wir die knöchernen Strukturen nicht beschädigen in dem Bereich. Wenn man jetzt nach dem Video vielleicht motiviert ist, Frontzahnästhetik zu betreiben, wenn man es am nächsten Tag in seiner Praxis, 8 Uhr morgens, und der Patient kommt zur Tür rein, den wir hier sehen, und dann kann man zwei Sachen machen. Entweder man geht erst nochmal Kaffee trinken und hofft darauf, dass um 9 Uhr der nächst bessere Patient kommt, den man dann vielleicht einfach, gut und vorhersagbar lösen kann. Oder man überweist ihn vielleicht zu einem Kollegen, der sich dann damit abmühen kann, aber selber hier dran wagen und zu versprechen, das wird ein Top-Ergebnis. Das ist schon mal ein guter Start in die Woche, würde ich sagen. Ich habe jetzt einmal bis um 9 Uhr gewartet und um 9 Uhr kam der Patient rein. Der Patient hat schon zweimal vorher eine Brücke bekommen im rechten Oberkieferregio 1,3 auf 1,1. Hier hat es geklappt. Lachende Patientin, die hat sich wirklich auch sehr gefreut über das Ergebnis, und dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht und können zufrieden sein.